Ich begrüße euch erstmal recht herzlich auf der Wahlkampfabschlussveranstaltung der NPD Hessen hier in Leun. Ich möchte erstmal die anwesenden Gäste begrüßen. Fangen wir mal an beim Fraktionsvorsitzenden der NPD Leun, hier Ludwig Palm. Dann möchte ich die Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung Wetzlar, die NPD-Fraktion Wetzlar, herzlich willkommen heißen. Hallo. Genauso auch die Abgeordneten im Kreistag Lahn-Dill. Herr Bohn selbstverständlich auch nochmal. Die Abgeordneten der NPD-Fraktion im Kreistag Wetterau mit Daniel Lachmann an der Spitze, herzlich willkommen. Und natürlich auch die Abgeordneten der NPD-Fraktion in Büdingen. Herzlich willkommen. Ja, als erstes steht im Grunde genommen dem Gastgebenden hier das Wort zu. Und das ist Ludwig Palm. Ich bitte dich auf die Bühne. Kameradinnen, Kameraden, können Sie mich alle verstehen? Ja, ne? Ja, gut, wunderbar. Das, was ich jetzt sagen wollte, hat mir der Herr Bezirksvorsitzende alles abgenommen. Das ist das Wahnsinn, ne? Kameradinnen, Kameraden, ich rufe euch ein herzliches Willkommen in der Stadt Leun zu. Die Fraktionen der Kreisstadt Wetzlar und der Stadt Leun sowie unsere Kreistagskameraden sind stolz, unser Land Hessen und Umgebung wieder einmal bewirten zu dürfen, zu Gast haben zu dürfen. Speis und Trank gibt es genug. Aber dies nur am Rande, denn der Wahlkampf geht seinem Ende entgegen. Heißer Wahlkampf, heißer wird es nicht mehr. Und wenn ich sage, der Wahlkampf geht seinem Ende entgegen, so wird dies hoffentlich nicht das Ende des Landes Hessen einläuten, was unsere Gegner und Feinde Hessens und Deutschland ja wollen. Das deutsche Hessen sind wir, wir Nationaldemokraten, und da kommen unsere Feinde nicht dran vorbei. Wir verkörpern das Deutschtum in Hessen, und darum führen wir diesen Wahlkampf ohne Wenn und Aber mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, für unser Hessen, für unsere Heimat, für unser Deutschland. So, und nun werden andere Kameraden sprechen. Ich höre jetzt auf zu sprechen. Wir hören jetzt Kameraden, auf die wir stolz sein können, dass sie existieren, um Deutschland zu dienen. Möge das Werk gelingen. Dankeschön.